Der Kohle macht gepurzt. Böser Golem. In Wirklichkeit war es ja ich. Ich hab Kaka gemacht. Lucius, hi ho, hi. Willkommen zur ersten Folge der Special-Woche. Was bedeutet ganz einfach, diese Woche ist die 500k-Special-Woche. Das bedeutet jeden Tag ein super cooles, mega cooles Special-Video wie Who's Your Daddy, Hide and Seek und alles drum und dran. Heute ist die erste Folge. Wir zocken Who's Your Daddy in der Steinzeit. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Deswegen habe ich meine reizende Mutti dabei. Hi. Sandro. Hallo. Sonic. Guten Tag. Und mein völlig gestörtes Baby Tobi. Hi. Tobi, bitte. Bitte heute eine normale Folge. Kurze Vormerkung, bevor wir jetzt loslegen. Wenn ihr die Folge supporten wollt und die ganze Special-Woche richtig durchfallen wollt, slayt einfach mal einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Ich würde sagen, jetzt legen wir los, denn es gibt hier in der Steinzeit eine ganze, ganze Menge zu erkunden. What the fuck? Deine Beine sind schwarz. Bei mir nicht. Doch? Oh, doch. Okay. Alter, wie hell. Alter. Hä? Das ist normal. Was ist das? Der knurrt irgendwas. Hä, habt ihr das gehört? Der Golem hat gepurzt. Böser Golem. In Wirklichkeit war es ja ich. Ich hab Kaka gemacht. Hä, was ist das? Entschuldigung, such mal die Toilette. Wo ist die Toilette? Ich kacke einfach ins Zombies Bett. Lol, was? Lol. Was ist das? Jetzt nicht Donuts? Lol. Die liebsten Tiere aus... Nein, die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm. Schau dir doch mal diesen einen Vogel an. Ich sage immer, der ist schlau. Vergleichst du dich gerade mit denen? Die sind doch schon lange ausgestorben. Hä, war das beim Dodo nicht so, dass der eine Zeit lang bis... Der wurde doch von Menschen ausgerottet, oder? Informationen über Dodo. Der Dodo, auch Dronte genannt, seltener Dudu, der Dudu war ein Meter großer, flugunfähiger Vogel, der ausschließlich auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean vorkam. Ah! Der Dodo ernährte sich von vergorenen Früchten und nistete auf dem Boden. Die Forschung geht davon aus, dass die Spezies um 1690 ausstarb. Ich hab schon gekocht, ich hab Dodo-Fleisch. Oh! Nee, das ist... Lol. Lol! Hey, wo habt ihr alle die Schwerter her? Alter, dieses Geld. Alter. Weil, wo sind wir hier? Ich hab ein Buch gefunden. Es ist in Englisch. Nee. Tschüss. Zack. Geh ich. Nö. Lol, wer hat den. Das ist jetzt meiner. Ich will den das Haustier behalten. Du kannst ja nicht den Eisenkohle mitnehmen. Ey, hör auf. Ich hab ihn Alfred getauft. Hör auf, ihn zu schlagen. Nein. Der steht. Hey. Nein. Nein, Tobi, nein. Doch, Alter! Du kannst ihn doch jetzt nicht töten! Alfred! Alter, Tobi! Ich bin Tobi. Mit Alfred! 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 Aber Tobi, gib du hast ihn... Gib ihn mir wieder! Du hast ihn doch getötet! Ich hab nicht gewusst, dass es kaputt gehen kann! Der stand unter Denkmalschutz! Oh Gott, ein Raptor! Oder das was mein ist das? Haustier. Ist mein Haustier! Ist es gefährlich? Nein, nein, der ist handzahm, den kann man streicheln. Mm. Ist der auch mal hey, wer hat ihn gehauen? Der klingt so total nett, wenn ich ihn streiche. Ich glaube, du machst ihm Angst. Kann ich ihm Sugarcanes geben? Lol, der hat meine Sugarcanes gefressen. Dodo, geh weg. Jojo, warte, hier lebt Dodo noch ein... Ist halt echt dumm. Zack. Hey, das war mein Haus. Aua, nicht mich hauen! Hilfe! Oh! Hier ist Hans. Du kannst dich immer. Nein, Sandro, du kannst dich immer alles beanspruchen. Was ist das für ein penetranter Villager? Kommt der hier an, will mir erstmal 7 Äpfel verkaufen? Geh einfach, geh! Ich will deine Äpfel nicht. Nein! Du hast Hans gekillt. Digga, da kannst du ihn trotzdem nicht einfach töten! Ja, doch! Das ist das Preisabsprache, was er mit anderen Villager macht. Wo sind denn hier noch andere Villager? Der frisst keine Sugarcanes! Aber Kekse! Was? Der frisst Kekse?
Ja, vielleicht Kekse. Du kannst dir doch keine Kekse zu geben. Vielleicht kriegt er Verstopfung oder so und stirbt, Alter. Nein, kotze die Kekse wieder aus. Nö, der mag nicht. Da hörst du schon, der sieht nicht freundlich aus. Doch, der ist freundlich. Der macht aber echt böse Geräusche. Alter, was macht der für Geräusche? Yes, endlich kann ich hier weg, Alter. Nice. Ciao, Leute. Ich habe eh keinen Bock mehr für euch. Tschüss. Nein! Ich bin an einem Huhn zerschellt. Ich kann nicht mehr auftauchen. Logo macht's möglich. Hilfe, ich ertrinke. Ich kann uns... Oh. Ich kann nicht mehr auftauchen. Was ist da los? Hilf mir, Tobi. Ich ertrinke. Inge. Ja. Inge, geh weg. Ich ertrinke. Ihr nehmt noch ein paar Kekse mit. Nein, Hilfe. Das ist doch die Variatchen-Band. Die Variatchen-Band. Das ist denn die Variatchen-Band? Oh, er schläft. Oh mein Gott, wie süß. Darf ich ihn wecken? Nein. Digga, was? Der schlief gerade so schön. Michelle, was machst du da? Was? Ich mach gar nichts. Mit deinen schwarzen Leggings, Alter. Komm zurück, ich streichel dich. Ja, du hast ihn doch. Aber das ist alles doch was sehr Liebes. Warum ist hier ein Feuerkreis? Lass uns das Lagerfeuerlied singen. Tobi, was hast du da auf dem Kopf? In Wirklichkeit bin ich da gegen euch. Nein. Was doch, ist da? Siehst du, ich kann ihn nicht verbrennen. Ja, das will ich mal sehen, wie du da nicht verbrennst. Wenn nicht, halt es auch lange durch. Wette? Ist der wirklich nicht? Was? Wegen diesem Helm? Jetzt stehen wir alle im Feuerkreis. Bunga, Bunga! Bunga, 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 Bunga! Bunga, Bunga, Bunga! Feuer, Feuer, Feuer! Holz, Holz, Holz! Ich mein Holz. Meine Mutti! Warum sitzt der? Ich glaube, der schläft. Der hat hier alles kaputt gemacht. Das ist Heinz Günther. Heinz Günther? Hatten die damals schon so komplizierte Namen? Das ist Heinz Günther Uga Uga. Heinz Günther Uga Uga. Kommunizierst du mit dem? Hä? Ja. Satro hat auch so einen Helm. Alter, hat der eine Nasennebenhöhlenentzündung? Guck mal, wie gechillt der da sitzt, so nach dem Motto: I don't give a fuck. Du hast ja jetzt nicht ehrlich den Dodo gefressen, Alter. Wo habt ihr diese Helme her? Die gibt's bei Ikea. Bei Ikea? Ja, ich habe auch einen für dich. Ich bin Logo Bunga Bunga. Kann den Helm nicht aufsetzen? Warum kann ich den nicht aufsetzen? Weil das ein gebrochener ist. Oh, lololol. Oh, wow, Tobi, einmal klatschen. Du hast mich so hart getrollt, Alter. Nein, du tust ihm weh. Aber hier ist echt noch nichts Gefährliches aufgetaucht. Kann das sein? Was richtig Böses. Zum Beispiel dieses Schaf da draußen, was richtig badass auf dem Eis steht, Alter. Hier ist immer noch Hans Günther Bunga Bunga. Was ist denn das? Das erinnert mich an das Ding aus meiner Hose, Alter. Hier, look at this. In der Tat. Aber ich kann dir noch was anderes zeigen, aber dazu müssen wir in den Tempel. In welchen Tempel? Oh, Digga. Oh, lass deine Blähung woanders raus. Ah, warum, Sandro? Du kannst nicht immer alles beanspruchen für dich. Doch. Feuer, Feuer. Give me a move, I gotta... Big, big and a rugged move out of Kansas. Booga, 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 booga. Okay, warte, ich setz die Trommel ein. Nice. Wir setzen die Algo-Kraft ein, um zum Tempel zu teleportieren. Mutti, dürfen wir Algo rufen? Ja, mach das. Algo! Teleportier uns bitte zum Schrein. Schenk uns ein Präsent. Ein Präsent von Jans Öpen. Hört ihr diese Böse? Hört ihr das auch? Ja, ich höre. Wow! Wow. Wow. Oh. Was ist das? Was? Was war das? Algo! Algo! Ihr wolltet was Gefährliches sehen, habt ihr gesagt. Alter, wer lacht denn hier so? Teufel, wow! Hey. Alter! Er hat mich im Fokus! Er kann fliegen! What the fuck? Regie, könnten wir bitte mal die Special-Musik ausmachen? Die nervt langsam. Nee, aber ganz ehrlich, Dominik, was hast denn du für komische Freunde? Guck mal, was der da abzieht, Alter. Was ist denn das für einer? Das ist der DJ. Alter, was ist denn mit dem los? Muss der hier so ausrasten? Ich hab ihn. Hier!
Hört ihr das? Ich glaube, hier ist er gestorben. Ich hab drauf. Oh! Was ist denn? Hä? Lol. Algo! Hast du mich auserkoren? I very appreciate it. Thanks. Ich kann die Kiste hier nicht öffnen. Hier ist die Kiste. Hä? Jetzt sagt er mir Ender Drake. Ich muss hier gegen den Ender Drachen kämpfen! Wollt ihr mich verarschen? Nö, zurück ins Portal, könnt ihr vergessen. Tschüss. Oh lol, wo lande ich denn jetzt? Jetzt bin ich in der Hölle! Hä? Oh! Ja, hier steht mir Suizid zur Auswahl. Super cool. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ja, moin, was ist das? Eine alte Uhr. Freut mich. Es ist Zeit aufzuhören. Bester Joke am Rande dieses Jahr geht an Logo. Yo, das war's mit der ersten Folge der Special-Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig sagen soll. Morgen geht's ja quasi schon weiter mit allen möglichen coolen Special-Projekten. Deswegen, ich hoffe, ich sehe die meisten von euch morgen wieder beim Abo-Box-Camp wieder. Und wenn es euch gefallen hat, logischen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches G-Rio. Ciao.